Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Apps und Games. Wir werden heute gemeinsam Toca Lab spielen. Ich habe das noch nie gemacht. Es ist ein kleines Experiment oder ein Versuchslabor. Und da kann man verschiedene Elemente miteinander kombinieren. Was ist das hier denn? Okay. Karl hat mir auf jeden Fall schon mal ein paar Tipps gegeben. RH, ist das vielleicht Radium? Mein Chemieunterricht ist schon ein bisschen länger her, aber ich hätte jetzt einfach mal Radium geschätzt. Man kann sich natürlich parallel noch ein Periodensystem aufrufen, um dann mal nachzuschauen, wie diese ganzen Elemente heißen. Und Nummer 45 wäre demnach... Nein, ich glaube, doch. Radium. Okay, wir starten jetzt einfach mal. Vielleicht versuchen wir, ein neues Element hier in unserem Periodensystem freizuschalten. Hier ist ein Fragezeichen, da muss man wohl ein bisschen rumprobieren. Okay, dann setzen wir doch einfach mal AU. Das müsste Aurum sein und das ist, glaube ich, Gold. Korrekt, das setzen wir jetzt einfach mal unter Strom. Das heißt, zurück in unser Versuchslabor und ich glaube, hier oben können wir Gold unter Strom setzen. Ich drehe das jetzt mal komplett auf und diese kleinen Viecher, die fangen jetzt an, hier zu tanzen. Ich glaube, das reicht. Oder? Wie stark muss man hier Gold unter Strom setzen, ehe was Neues bei herauskommt? Okay. Hier haben wir dann RG Nummer 111 und das ist Röntgium. Ich habe RG gerade Röntgium genannt, das heißt Röntgenium. So ähnlich auf jeden Fall. Okay, was können wir hier noch machen? Da können wir nichts mehr freischalten. Hier auch nicht. Und hier können wir noch OS. Das müsste Nummer 76. Ich schaue mal parallel nach. Osmium sein. Das werden wir jetzt mal einfrieren. Hiermit. Oh, komme ich da nicht hin? Doch. Muss ich das hier erst aufdrehen? Oder gedrückt halten muss ich? Okay, und ich glaube, jetzt hat sich's schon verändert. Und wir haben... Ist hier gar nichts passiert jetzt damit? Machen wir das vielleicht nochmal. Vielleicht haben wir es nicht lang genug eingefroren. Ich dachte eigentlich, dass das ausgereicht hätte. 75 RE ist es geworden. Und das ist Rhenium, also... Das ist unser neues Element. Wir können es jetzt erhitzen. Das werden wir mal machen. Wo haben wir denn hier? Wo können wir denn hier unser... Ah, da ist der Bunsenbrenner. Den schalten wir jetzt mal an. Und... Jetzt haben wir. W Nummer 74 und das ist Wolfram. Wir können jetzt noch ein bisschen ausprobieren, da noch ein paar Fragezeichen zu sehen sind.
Oder wir gucken mal, ob wir vielleicht ein Element finden, wo wir schon von vornherein wissen, was wir damit zu tun haben. Ah, hier zeigt es mir bei RG, bei 111, bei dem Röntgium, was wir vorhin, oder Röntgenium, was wir vorhin freigeschaltet haben, Reagenzgläser an. Vielleicht probieren wir das mal. Und da kippen wir jetzt einfach mal verschiedene Sachen rein. Und, oh, das sieht aus wie so ein Ei mit Lippenstift. Sehr lustig. Das ist DY Nummer 66 und das ist Dysprosium. Okay, habe ich glaube ich noch nie gehört. Was können wir denn noch hier machen? Ich glaube, das hier können wir zusätzlich auch noch mal ein bisschen mit Reagenzgläsern oder irgendwelchen anderen Flüssigkeiten hier in Verbindung bringen. Und jetzt frage ich mich, oh doch, es tut sich was. Ob es auch die Möglichkeit gibt, dass sich gar nichts tut. Das sieht aus wie so ein Schweineei. Ein bisschen eine Mischung aus Schwein, Osterhase und Ei. Und das ist jetzt Nummer 39. Und damit haben wir Yttrium freigeschaltet. Habe ich auch noch nie gehört. Wir können Yttrium, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, auf jeden Fall noch erhitzen. Und das werden wir jetzt auch noch tun. Mit unserem Bunsenbrenner. Flamme auf. Und jetzt wird der Schweine-Osterhase das Ei gekocht. Vielleicht bei mittlerer Hitze kriege ich dann vielleicht was. Oder tut sich hier gar nichts? Habe ich nicht verguckt? Sollte man das gar nicht erhitzen? Oh doch. Das sieht ja auch echt seltsam aus. Ein bisschen wie so ein Pavian. Ups, ich kann natürlich die Flamme wieder ausmachen. Und dann schauen wir mal, was es geworden ist. Eine Clownskartoffel. SC Nummer 21. Und damit haben wir jetzt Scandium freigeschaltet. Und Scandium, das können wir schockgefrieren. Das ist jetzt, glaube ich, so das Letzte, was wir machen. Gut draufhalten und dann schauen wir mal, was unser Scandium dann wird. Super witzig gemacht, wie diese einzelnen Elemente aussehen. Und aus dem Scandium ist jetzt Ti geworden, Nummer 22, und das ist Titan. So viel jetzt erstmal zu dem Toka Boka Lab. Wirklich ein super lustiges Spiel. Wir haben schon einige Elemente hier freigeschaltet, aber noch längst nicht alle. Wenn ihr Lust habt, dass ich das nochmal spiele, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen nach oben und vergesst natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Ciao!